haben das Wort. Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Mobilität ist ein Thema, das Menschen im wahrsten Sinne des Wortes bewegt. Und um dieses Thema in Bezug auf die Odenwaldbahn geht es heute auf Antrag von Herrn Zwickler. Zunächst gilt es festzuhalten, die von der Vias betriebenen Strecken, allen voran die Odenwaldbahn, sind ohne Zweifel ein großer Erfolg. Auf einer Länge von etwa 210 Schienenkilometern mit 33 Schienenstationen verkehren insgesamt 3 Linien. Eine davon ist die Odenwaldbahn. Sie hält regelmäßig Bestnoten in Bezug auf die Qualität. Ich kann hier auch aus eigener Erfahrung sprechen. Das Personal ist freundlich, die Wagen sind sauber und sie sind klimatisiert. Lediglich freies WLAN, wie es auf der Regionalbahnstrecke von Darmstädter Hauptbahnhof nach Frankfurt mittlerweile verfügbar ist, könnte den Komfort noch weiter erhöhen, aber ja, man braucht ja auch noch Luft nach oben. An Werktagen nutzen heute rund 13.000 Fahrgäste täglich die Odenwaldbahn. Insgesamt sind es rund 40% mehr als vor der Modernisierung im Jahr 2005. Diese hervorragende Entwicklung der Fahrgastzahlen führt oftmals, ja, zu vollen Zügen. Ich kenne die Situation, da ich die Strecke seit knapp 10 Jahren regelmäßig nutze. Auch ich habe mich schon gefragt, ob man da nicht einfach mal einen Wagen dranhängen kann. Die Forderung von Herrn Zwickler nach Doppelstockwagen scheint mir ebenfalls eine vermeintlich einfache Maßnahme zu sein. Leider ist es jedoch wie so oft. Es gibt kaum einfache Antworten auf komplexe Fragestellungen und Kapazitätsausweitungen bei einer solchen schienengebundenen Infrastruktur wie der Odenwaldbahn sind eben nun mal eine komplexe Sache. Spielraum gibt es zum Beispiel bei der Anzahl der Triebfahrzeuge. 2010 gab es 22 davon vom Typ Itino. Zuerst wurden 4 zusätzliche Fahrzeuge angeschafft. Es existieren somit mittlerweile 26 Itinos. Zum Fahrplanwechsel Ende letzten Jahres erfolgte die Inbetriebnahme weiterer 4 Triebwagen des Typ Lind 54, da der Itino ja mittlerweile nicht mehr hergestellt wird. Wir haben dazu also in den letzten Jahren unsere Hausaufgaben gemacht und das werden wir natürlich auch weiterhin tun. Bedacht und sorgfältig. Zum Einsatz mehrerer Wagen und der Bahnsteiglänge bzw. Beschleunigung hat der Handschuh, glaube ich, schon vollumfassend ausgeführt. Deswegen lasse ich das jetzt mal aus. Ich will noch auf einen anderen Punkt in diesem Antrag eingehen. Was die Anweisung des Kreistags an die Mitglieder der DINA Verbandsversammlung angeht, sich für Doppelstockwagen einzusetzen, weiß ich jetzt nicht, ob das so zielführend ist, denn gemäß dem hessischen ÖPNV-Gesetz ist ja ohnehin der RMV zuständig. Dieses Thema der Kapazitätsausweitung hat sich der RMV ja auch bereits angenommen. Das Gutachten wurde angesprochen. Daher wird ja zurzeit eben an dieser umfassenden und fundierten Machbarkeitsstudie gearbeitet. Diese prüft verschiedene Möglichkeiten der Kapazitätsausweitung, bewertet sie anhand des Aufwands und der Auswirkungen auf den Verkehr. Sobald diese Studie vorliegt, das wird voraussichtlich Ende dieses Jahres sein, Anfang nächsten Jahres, werden wir uns diese Studie nehmen und in den entsprechenden zuständigen politischen Gremien beraten. Denn wir müssen ja schon jetzt langfristig denken. Und, Bedarf und Nachfrage auf dieser Strecke einkalkulieren, denn beides wird weiter steigen. Daher müssen wir auch hier schon heute die Weichen in die Zukunft richtig stellen. Die Elektrifizierung der Odenwaldbahn wäre eine der möglichen Visionen. Falls dies nicht möglich sein sollte, werden wir aber auch über andere abgasfreie Möglichkeiten des Betriebs nachdenken müssen. Zum Beispiel den Einsatz eines Wasserstoffzuges. Und zwar nur, weil wir eine Verbesserung des Konzeptes der Odenwaldbahn kurz- wie langfristig wollen. Wir wollen den ÖPNV an dieser Stelle stärken, allerdings sorgfältig und mit Bedacht. Basierend auf den Erkenntnissen der fundierten Studie im Auftrag des RMV und der DADINA. In der Konsequenz jedoch bedeutet all dies, dass wir den vorliegenden Antrag für bereits erledigt halten und daher nicht zustimmen können. Wir werden auf Basis der Studie unsere Visionen für die Strecke planen, umsetzen und in der Zwischenzeit im bestehenden Verkehrsvertrag auf Kapazitätsausweitung mit den bisherigen Wagen so weit wie möglich hinwirken.